Hallo, mein Name ist Christian Freiesleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mit im Organisationsteam der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online stattfinden wird. Die Teilnahme ist schon eröffnet, die Anmeldungen zur Teilnahme ist schon eröffnet und die Teilnahme ist kostenlos möglich. Und wir haben hier einen unserer Referenten jetzt bei uns und ich möchte bitten, dass Sie sich zuerst ein bisschen vorstellen, bitte. Ja, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Schertl. Ich bin Professor an der SAH Hochschule Heidelberg, interessiere mich sehr für Rechtsdidaktik und insbesondere natürlich für den Inverted Classroom und dessen Einsatz im Rechtsunterricht. Sie verwenden einen interessanten Begriff und zwar den Virtual Enhanced Inverted Classroom, zu dem Sie uns auch ein weitergehendes Video und einen Fachbeitrag zur Verfügung gestellt haben, die im Video bzw. im Blog verlinkt sind. So in 5 bis 6 Sätzen, was macht dieses Modell aus? Na, Grundidee meines Modells ist der Enhanced Inverted Classroom. Das bedeutet eine dreiphasige Unterrichtsgestaltung. Wir haben eine Vorbereitungsphase, in der insbesondere das Fachwissen vermittelt werden soll. Wir haben eine Hauptphase, ich nenne diese Hauptphase Live-Session, und eine sich daran anschließende Nachbereitungsphase. Das Besondere am Virtual Enhanced Inverted Classroom ist, dass diese Live-Session-Phase entweder virtuell oder eben im Präsenzformat ausgestaltet werden kann und jeweils damit die Stärken des jeweiligen Formates für die Live-Session genutzt werden können. Das ist in zwei Sätzen sozusagen die Kernidee, wobei das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass diese Phasen nicht nur zeitlich gedacht werden, sondern didaktisch strukturiert gedacht werden. Also die einzelnen Phasen erfüllen völlig unterschiedliche didaktische Funktionen. Die Vorbereitungsphase erfüllt die Funktion der Fachwissensvermittlung. Die Live-Session-Phase verfügt insbesondere über den Auftrag, eben entsprechende Kompetenzentwicklungen im Bereich der Methodenanwendung, aber auch der Sozial- und Selbstkompetenzen zu fördern. Und die Nachbereitungsphase fokussiert sich auf das Kompetenztraining, Kompetenzverfestigung und den entsprechenden Ausbau des Vorhergelernten. Ja. In einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass solche innovativen didaktischen Modelle in der Rechtswissenschaft jetzt nicht so allgemein üblich sind. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt einmal natürlich an der stark Traditionsbewusstheit der Rechtswissenschaft. Letztendlich die Rechtswissenschaft ist natürlich eine sehr stolze Wissenschaft, die sich schon bis auf die Gründungszeit der Bologna-Universität entsprechend zurückführen lässt. Und moderne Mittel und moderne didaktische Formate haben, glaube ich, generell in die Hochschullehre schwierig Eingang zu finden, insbesondere wenn sie eben auch mit dem didaktischen Konzept des Inverted Classroom verbunden sind, der natürlich große Anforderungen an die Dozenten stellt. Sie haben das, wenn ich das richtig verstehe, auch schon umgesetzt, oder? In dieser Genau, Form. also wir versuchen das Ganze bei uns entsprechend anzuwenden, wobei natürlich wir auch in der Ausbauphase, in der Probungsphase sind. Corona hat für uns alle natürlich auch noch eine besondere Herausforderung gestellt und insofern ist dieses Konzept des Virtual Enhanced Inverted Classroom auch die Reaktion auf die Erfahrungen mit Corona. Ja, was sind jetzt alle erste Erfahrungen aus diesen ersten Umsetzungen? Wir haben durchweg sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Letztendlich ist es so, dass die Studierenden insbesondere die Asynchronität der Vorbereitungsphase schätzen, eben sich selbst nach ihrem eigenen Lerntempo mit den entsprechenden Grundfähigkeiten auszustatten und dann eben die wertvolle Zeit, nämlich die Präsenz-Live-Phase mit den Dozenten ganz anders genutzt werden kann. Im Juristischen, ich darf Ihnen ein Beispiel geben zum Beispiel, können eben, wenn ich jetzt Gerichtsstandsvereinbarungen etwa unterrichte, das ganze Vorwissen sehr gut selbst erarbeitet werden. Während die spannenden Fragen, wie gestalte ich konkret eine Klausel, wie muss das entsprechend behandelt werden, rechtssicher, dann im Präsenzunterricht mit Beteiligung des Dozenten gemeinsam erarbeitet werden können. Und damit ist natürlich auch ein hoher Spaßfaktor verbunden, insofern, als ich natürlich die Kompetenzanwendung viel interessanter gestalten kann, als jetzt reine Vermittlung von Faktenwissen. Welche Unterstützung brauchen Lehrende, um dieses Modell gut umsetzen zu können? Grundsätzlich ist das Modell trotz der auf den ersten Blick komplex erscheinenden Gestaltungsweise relativ einfach zu handeln, weil ich heutzutage natürlich mit Handys und mit Mikrofonen relativ leicht die Möglichkeit habe, selber Videos, Beiträge und so weiter entsprechend zu erstellen. Also man braucht als Dozent keine Angst vor diesem Modell zu haben. Das eigentlich Spannende ist eher die Planungsphase, dass ich mir ganz bewusst mache, was möchte ich an Kompetenzen vermitteln und welche Phase ist für diesen Kompetenzerwerb die geeignete.
Also ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass ich eine gute Planungsphase voranschalte und mir bewusst mache, welche Kompetenzen möchte ich vermitteln und welches Modell und welche Phase ist dafür am besten geeignet. Ich habe dafür das klassische Constructive Alignment Konzept weiterentwickelt zu einem Constructive Alignment 4.0 Konzept, was eben genau dieses Medium und diese entsprechenden Fragen mit berücksichtigt. Oha, Constructive Alignment 4.0, das klingt super spannend. Was kann man dazu noch sagen? Naja, das klassische Constructive Alignment beruht ja auf der Idee der Passung, der Prüfung, der entsprechenden Lehrmethoden und der entsprechenden Kompetenzen, die ich vermitteln will. Und meines Erachtens fehlt dem klassischen Constructive Alignment Modell eine zentrale Dimension, nämlich die Frage des Lehrformats und der Lernumgebung. Und genau das adressiere ich mit dem Virtual Enhanced Inverted Classroom, dass ich eben diese einzelnen Phasen bestimmten Kompetenzerwerbsschritten zuordnen kann und damit noch effektiver didaktisch ausgestalten. Wunderbar. Also ich bin mir jetzt noch umso sicherer, dass das wirklich ein ganz entspannender Beitrag für unseren Disk Space bei der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 23. und 24. Februar 2021 sein wird. Powered und hosted von der FH St. Pölten. Und wie gesagt, Anmeldung ist ab sofort kostenlos möglich und wir freuen uns schon sehr auf diesen Beitrag. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders auf die Teilnahme und auf spannende Diskussionen. Herzlichen Dank.